eine Kiste. Und was haben wir? Ein paar Bohnen. Na toll. Weiter geht's. Was war das hier? Gehen wir geradeaus oder da gab es jetzt zwei Wege? Ach so, ja genau. Da gab es einen kleinen Trick, wenn man nämlich da drauf steht, während man das Ding rausschiebt, was hier anscheinend gar nicht geht. Ne, hat nicht geklappt, oder? Ne. Da gab es einen Trick, wie das Ding einfach in der Luft stehen bleibt. Das war ziemlich cool. Ich schätze mal, wir müssen da rüber, oder? Da steht, kann ich es mir nicht vorstellen, dass wir es brauchen. So, gehen wir mal da hoch. So, mal schauen, wo uns das Ding hinführt. Ich mach mal das Gnomenloch noch auf. Und dann könnte der hier so ein paar Bohnen rausholen. Fände ich nicht schlecht. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall mal einen Frosch und Flubberbaumschleim. Warum nicht? Wie setzt man die Tränke eigentlich ein? Ich glaube, es war die Leertaste. Nur bringt uns das jetzt gerade. Ah. Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich gehe mal nach da. Sind wir schon am Ende? Oder wo bin ich hier gerade? Okay, ich bin gerade ein bisschen verplant. Ich weiß nicht mehr, wo wir gerade sind. Nehmen wir die Kiste hier noch mit? Ne, die geht gar nicht. Okay. Ach ja, jetzt sind wir hier in der Bücherei. Okay, wir sind anscheinend schon richtig gegangen. Ein Wichtel. Oh, weißes Secret, das war hier, oder? Ja, der Lumos-Speier. Und da können wir hier einfach mal durch die Wand gehen. Nochmal hier ein verborgener Durchgang. Und dann ist da eine Kiste. Da muss eine Bildkarte drin sein, so gut wie das versteckt ist. Nö, es sind nur Bohnen. Okay, also wieder raus hier. Zack. Wow. Ach, eine Feuerkrabbe. Jetzt weiß ich, wie man die Tränke einsetzt, glaube ich. Geht das? Alt? Nö, auf Alt können wir auch zaubern, okay. Ah, der Teil hier, an den erinnere ich mich noch. Irgendwas war hier besonders, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Wie hat denn das Ding hier funktioniert? Auf jeden Fall weiß ich, dass dieses Lumos-Ding da hinten so einen Durchgang nach unten gemacht hat. Das war hier, oder? Jawohl, okay, wo geht das nochmal hin? Aha. Nochmal Lumos-Speier. Jetzt können wir noch weiter nach unten anscheinend. Okay. Boah, wie hat das Rätsel funktioniert? Rot, rot, blau, blau. Und was heißt das jetzt? Rot, rot? Öffnet sich da jetzt was? Und was macht der? Ah, okay. Also wenn rot ist, öffnet sich eine Seite und wenn blau ist, öffnet sich eine Seite. Na gut. Und gehen wir erstmal dahin schauen, wo jetzt rot war. Nur eine Kiste mit einer brausenden Bildkarte und Bohnen. Na immerhin. Gut. Ganz schön viele Speier hier, Wahnsinn. Kann ich nicht einfach hier nach unten durchhüpfen? Lieber nicht, geh mal lieber den Weg. Gut, machen wir blau. Gibt's da überhaupt blau? Muss jetzt kommen. Ja. Alles klar. Und einmal noch und passt. Gut, schauen wir mal, was auf der Seite ist. Oh. Was war hier? Aha. Aha. Aha, aha. Und was macht denn der Lumos-Speier hier? Was haben wir da? Nochmal eine Bildkarte, na sehr gut. So, gehen wir wieder nach unten, hüpfen wir gleich hier lang. Und jetzt müssen wir hier jetzt in Richtung Blau, was haben wir hier? Ach, war das nur optional hier? Diese zwei Gänge, na gut, okay, das hätte man nicht machen müssen, aber
eine Bildkarte immerhin. Wir hätten auch direkt hier durchgehen können. Ich weiß echt nicht mehr, wie das war, wenn man nicht alle Bildkarten in den Dungeons einsammelt, ob man dann die nachkaufen kann oder ob die dann verloren sind. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich weiß nicht mehr, das ist schon ziemlich lange her. Oh. Dann war der Lumos-Ding anscheinend für das hier. Für 3 Frösche, na gut, wer braucht denn bitte 3 Frösche? Was macht der? Okay, weiß ich noch nicht. Oh, ziemlich viele Speier hier, das gibt's ja gar nicht. So. Runter geht's und wir sind... Ah, jetzt sind wir gleich da, wir sind gleich da, Leute, wir sind gleich da. So, jetzt müssen wir hier nur noch nach draußen gehen, dann noch ein kleines Hindernis und dann sind wir schon bei Goyle. Nee, Crap, oder? Oder ist es Goyle? Keine Ahnung. Ich glaube, Goyle war's. Wusstet ihr, dass der Schauspieler von dem Typen spielt im letzten, nee, im vorletzten Harry Potter Teil gar nicht mehr mit? Nicht weil er irgendwie keinen Bock mehr hat, sondern weil er im Knast sitzt wegen Drogenkonsum, Drogenverkauf, keine Ahnung, irgendwas mit Drogen auf jeden Fall. Ziemlich heftig. Deswegen haben sie ihn dann einfach mal sterben lassen, glaube ich, war's. Ja, ich glaube, im vorletzten Teil war er noch da und dann im letzten nicht mehr. Da haben sie ihn dann in dem Teil noch sterben lassen. Hä, wie geht das? Man kann ja nicht schon vorhersehen, dass er eingesperrt wird. Ne, ich glaube, die haben ihn einfach weggelassen dann. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass er im Knast ist, deswegen. Also passt es ja tatsächlich zu seinem Bad Boy-Image oder zu seinem Schurken-Image. So, was haben wir da hinten noch? Eine Truhe. Wow! Mit nur Bohnen. Na gut. So, und jetzt sind wir auch direkt da. Ein kleines Secret gibt es hier hinten noch. Fand ich immer cool, hier oben lang zu laufen. So, da hinten müssen wir rein. Da glaube ich, gibt es einen Schlüssel und den bekommen wir hier drin. Oder gab es hier drin was ganz anderes? Na, schauen wir mal rein. Wow. Oh. Okay, da oben gibt es einen Balken. Cutten wir den mal durch. Na komm, cutte. Ne, goldene Truhe. Na gut, was haben wir da? Ne, silberne Bildkarte. Na sehr gut. Ein bisschen Rinde vom Megapowerbaum kann man immer gebrauchen. Und da ist mir der Popfilter schon wieder runtergefallen. Entschuldigung. So, passt schon wieder. Ja, ist alles ziemlich eng hier auf meinem Computer, also auf meinem Schreibtisch. Ich habe das Mikrofon, ich habe ja noch keinen Mikrofonständer oder so, deswegen habe ich das jetzt einfach zwischen zwei Tassen geklemmt, so hält es. Habe nicht viel Platz, für die Maus habe ich ganz wenig Spielraum. Ich muss vorsichtig sein, damit Goyle nicht aufwacht. Ja. Da ist er. Schläft wie ein kleines, hässliches Baby. Mit einer zitternden Keule in der Hand. Okay, ein bisschen buggy ist es doch. Und ich habe voll wenig Platz für die Maus. Mein rechter Arm ist direkt unter diesem Filter. Und wenn ich ihn ein bisschen anhebe, dann reiße ich das Ding schon weg. Also es ist nicht gerade bequem, aber mein Gott. Eine Stunde geht schon am Stück. Ist das eine Schlange? Nee, das ist nur ein Ding. Ich sollte natürlich leise sein, deswegen schreit Harry ja auch rum mit seinen Zaubersprüchen. Nehmen wir ein Stück von ihm. Sehr gut. Damit haben wir alle Zutaten und können uns jetzt in den Gemeinschaftsraum der Slytherins begeben. Ich muss das Stückchen von Goyle zurück zu Hermine ins Mädchenklo der maulenden Myrte bringen. Ja, so. Oh. Dann geht der automatisch hier bis zu dem Ding, aber schafft es nicht automatisch bis dahinter ins Klo zu gehen. Da kommt doch jetzt bestimmt noch eine Cutscene, oder? Nö? Gut, was ich noch gerne machen würde, ist hier hinten, glaube ich, gab es noch eine Bildkarte. War es eine Bildkarte? Jo. Ein cooles Easter Egg. Mal schauen, ob es das noch gibt. Jetzt in dem Spielzeitpunkt. Ganz am Anfang gibt es das auf jeden Fall. Mal schauen, vielleicht gibt es das noch. Hm.